Willkommen bei der ersten Werkstatt, Frau Planerin Klischee. Wir freuen uns auf euch allen, sowohl im Raum als online. Also da sind 30 weitere Personen mit uns dabei. Und das Interesse war groß und wir sind natürlich gespannt auf die Austauschen, die sich ergeben werden. Genau, ich will kurz ins Thema einführen. Also wir sind beide eher Profis in der Planung als Profis in der Durchführung von Workshops, wollen wir vorweg schicken. Wir arbeiten beide im Planungsbüro. Ja, vielleicht stellen wir zuerst uns als Person vor. Ich würde mit mir anfangen. Ich bin seit 2002 als Landschaftsarchitektin tätig. Mein Schwerpunkt ist die Projektleitung und Projektkoordination von großen, komplexen Projekten. Ich habe zwischenzeitlich auch bei einer Landesgesellschaft gearbeitet, also eher im, ich sag mal, öffentlichen Dienst, und habe dort als Projektsteuerin gearbeitet. Also das war auch ein Projekt, wo eher, sag mal, komplexe Abstimmungsprozesse zu führen waren. Wir sind deshalb eigentlich beide damit vertraut oder häufiger mit der Situation konfrontiert, dass wir in männerdominierten Bereichen tätig sind. Also das ist in hochbaudominierten Projekten häufiger der Fall. In der Bauleitung ist das auch häufiger der Fall. Und deshalb hat sich das für uns als Thema angeboten, heute mit allen, die das interessiert, wie das funktioniert, zu verschiedenen Fragen auch zu sprechen. Genau, ich würde jetzt Laura auch bitten, sich kurz vorzustellen. Also ich bin eine deutsch-französische Landschaftsarchitektin. Ich wohne und arbeite in Berlin seit mehr als 10 Jahren. Ich habe, also gerade wie gesagt, arbeite ich bei Sinai, also wo auch Theresa tätig ist. Ich habe auch in ausführenden Firmen gearbeitet und im Laufe der Jahren, also als ich zurück in einem Planungsbüro kam, also ich bin immer mehr in den späteren Leistungsphasen, also beziehungsweise Projektumsetzung gerutscht, weil es mir einfach Spaß macht, die Projekte zu überwachen. Und ja, das ist auch so, also es wäre gelogen zu sagen, dass ich nicht merke, dass ich die einzige Frau auf Baustelle bin. Also das ist eine Realität, die ich täglich erlebe. Und in Planungsrunde ist es auch, also immer mal wieder der Fall oder zu oft der Fall, sagen wir mal so. Wir werden jetzt ein bisschen den Ablauf von dem Workshop erklären. Und zwar, wie ich vorhin sagte, also es gibt Leute im Raum und auch welche, die online sind. Die Personen, die online sind, die sind auch willkommen zu teilnehmen. Das wird ein bisschen begrenzt. Also dafür habt ihr der Chat zur Verfügung. Bitte stellt eure Fragen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich von diesen Fragen auch so in die Runde besprechen. Also sei aktiv vor Ort, online. Also das ist auch die Veranstaltung für euch allen. Genau, ihr seht ja auf dem Bildschirm kurz eingeblendet unser Programm, damit ihr euch einfach schon ein bisschen darauf einstellen könnt, wann dann auch Fragerunden stattfinden. Wir würden starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Aufgrund der Menge der Teilnehmer haben wir das etwas verkürzt organisiert. Also es wird für die Leute im Chat die Möglichkeit geben, auf 3 verschiedene Fragestellungen zu reagieren, um einfach einen Überblick zu haben, wer nimmt denn teil hier an der Veranstaltung, aus welcher Branche kommt man, aus welchem, ich sag mal, aus welcher beruflichen Phase ist man am Anfang oder ist man schon ein paar Jahre dabei. Das ist für uns natürlich interessant, weil wir gerne wissen wollen, mit wem sprechen wir denn hier, mit welchem beruflichen Hintergrund. Dann würden wir einmal ein kurzes Stimmungsbild zu unserem Berufsstand heute geben, warum es eigentlich Anlass gibt, darüber zu sprechen, über die Frauen in der Landschaftsarchitektur. Wir würden uns mit dem Thema Klischees beschäftigen. Welche Klischees gibt es denn? Welche Klischees
hat man vielleicht im Kopf, wenn man über Planung nachdenkt und die Rolle von Frauen in der Planung. Und dann würden wir in unseren Hauptpunkt einsteigen in die Diskussion. Da haben wir verschiedene Fragen vorbereitet, die wir mit euch besprechen wollen. An der Diskussion können dann die Leute aus dem Chat auch wieder aktiv teilnehmen. Dafür haben wir eine dritte Kollegin, die den Chat betreut. Sie wird sicherlich nicht alle Fragen in die Runde einreichen können, aber sie ist bestrebt, die wichtigen Fragen herauszufischen und an uns weiterzugeben. Wir haben dann auch noch mal einen Blog, in dem wir nur auf Fragen noch mal reagieren. Also da könnt ihr sowohl Fragen an uns richten, also wer immer dann mit uns in Kontakt treten möchte, Fragen hat zum Planungsalltag, der kann diese Fragen stellen im Chat oder hier direkt im Raum. Und zum Schluss wollen wir natürlich auch ganz kurz noch mal die Punkte zusammenfassen, die wir hier aus dem Gespräch dann als Kernpunkte für uns herauskristallisieren. So, gut. Jetzt geht es zur Vorstellungsrunde. Die Leute, die online dabei sind, also ihr kriegt alle Fragen gleichzeitig und das heißt einfach klicken, also alle drei. Und jetzt mache ich das auch mit den Leuten, die vor Ort sind. Also das heißt, ich lese vor und ihr werdet und eben bei jedem Punkt. Also, aus welchem beruflichen Umfeld stammt ihr? A, Planungsbüro. Bitte kurz Handzeichen. Okay, viele. Scheint die Mehrheit zu sein. Ja. Ich mache trotzdem weiter mit B, Verwaltung. Null Treffer, würde ich mal sagen. Oh, doch, eine. Eine? Da, einer hinter der Tür. Ah, draußen. Ja. Entschuldigung, ein bisschen weit weg. C, Hochschule. Ah, interessant, die Zukunft ist auch anwesend. D, andere, ich denke, ah, tatsächlich. Genau, ist auch ein Mann anwesend. So, weiter. Welche Berufserfahrung bringt ihr mit? A, Student. Können wir die Fragen vielleicht nochmal haben? B, Berufsanfänger. Mhm. Draußen sind auch einige, okay. C, mindestens 5 Jahre Berufserfahrung. Und D, umfangreiche Praxiserfahrung. Oh. Ja, scheint sich eine Mehrheit zu ergeben. Und dann mit der letzten Frage, mit welchen Erwartungen kommen Sie oder kommt hierher? Jetzt wird richtig spannend. So, ich möchte mich gern mit anderen zu dem Thema austauschen. Ihr könnt natürlich bei mehreren auch dabei sein. Ne? B, ich erhoffe mir Impulse für meinen Berufsalltag. Sind auch viele dabei, sehr schön. Viele Erwartungen auf jeden Fall. C, ich hoffe auf Kontakte zu Kolleginnen, die Erfahrung im Umgang mit dem Thema haben. Und D, ich habe zu dem Thema negative Erfahrungen und möchte gern darüber sprechen. Na, da trauen sich auch ein paar. Okay. Okay, jetzt die Frage aus dem Chat. Ja. Sieht es da ähnlich aus, das Bild? Es sieht grundsätzlich ähnlich aus. Also die meisten Teilnehmerinnen, es sind 11 Leute online, kommen aus dem Planungsbüro, 7, 2 aus der Verwaltung, 3 von der Hochschule. Es nehmen teil 3 Studentinnen, 3 Berufsanfängerinnen. Ich kann das mit diesem Innen nicht, es tut mir leid. Und 5 Menschen mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung und eine Person mit umfangreicher Praxiserfahrung. Und bei den Erwartungen kommen die allermeisten auch, um Impulse mitzunehmen und sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
Ja. Einer möchte, aus dem möchte niemand über negative Erfahrungen sprechen. Das ist doch auch ein interessantes Bild. Ne? Also es spricht ja quasi auch für unsere Berufsgruppe, dass es gar nicht so viele negative Erfahrungen gibt, offenbar. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie stehen wir denn in unserer Berufsgruppe im Moment eigentlich da. Ne? Da wurde vorhin schon in der vorherigen Veranstaltung auf die Ausgabe der Garten und Landschaft verwiesen. Ja, das ist für uns natürlich ein guter Überblick, auf den würden wir auch gern zurückgreifen. Sieht man hier mal auf dem Bildschirm. Für uns sind insbesondere 5 Fragen interessant. Jetzt muss ich etwas zielen, genau. Das ist einerseits die Aussage, dass 57% der Studentenschaft weiblich sind in der Landschaftsarchitektur. Das heißt, wir haben eigentlich einen Überhang an Absolventen oder Absolventinnen, ne? Also es absolvieren das Studium mehr weibliche Studienabgänger. Fast 2/5 aller Landschaftsarchitekten arbeiten in Teilzeit. Ne? Das ist dann ein Bild, was sich dann später ergibt. Bei den Landschaftsarchitekten sind es nicht mal 10%. Bei den Büros sind die Büros, also die männlich geführten Büros mit 30, nein, die Büros haben nur einen Inhaberinnenanteil von 30%. Damit sind die Büros klar männlich dominiert. Die Frauen arbeiten lieber in festangestellten Arbeitsverhältnissen mit und nur 35% sind selbstständig. Im Moment befinden wir uns aber an einem Punkt des Wandels, weil über 50, Moment, ich lese das jetzt einfach vor, während in der Sparte der über 50-Jährigen die Landschaftsarchitekten mit 63% klar dominieren, haben wir heute von den unter 35-Jährigen einen Anteil von 63% weiblichen. Das heißt, die Zukunft unserer Arbeit wird sich verändern, einfach dadurch, dass mehr Frauen in dem Beruf tätig werden. Und es lohnt sich natürlich schon, darüber nachzudenken, wie muss das Arbeitsumfeld denn dann auch gestaltet sein, damit die Frauen in einem Beruf, der in Zukunft noch viel relevanter sein wird für die Gestaltung der Städte, also Klima, spielt eine große Rolle. Das heißt, wir rücken eigentlich auch in unserer Profession in eine viel verantwortlichere Position. Und der müssen wir gerecht werden können. Das heißt, das Arbeitsumfeld muss eigentlich auch entsprechend umgestaltet werden, damit die Frauen dort sich aktiv einbringen können. So, jetzt zum Thema Klischee. Wir wollen mit euch oder von euch erfahren, gibt es Klischee oder nicht und dann welche? Wir haben da 4 Fragen mit Fotos. Wir werden das aber nur in der Runde vor Ort machen. Also wieder mit dem System bitte Hand heben. Es ist uns auch aufgefallen, als wir nach Fotos gesucht haben. Also wir sind der Meinung, dass diese Fotos sehr klischee geprägt sind. Das sind auch Fotos, die in der Immobilienwirtschaft auch immer mal wieder vorkommen. Aber wie gesagt, jetzt sind wir auf eure Meinungen gespannt. Also, erstes Foto. Wie wirkt diese Situation auf Sie? A. Die Frau hat Schwierigkeiten, ihre männlichen Kollegen zu überzeugen. Wer ist damit einverstanden? Niemand? Ja, schön. Ah, doch. B. Kollegen sind fokussiert auf ihr Gespräch. Einfach weiter. C. Der Mann recht findet es erstaunlich, dass die Frau dem anderen Kollegen deutlich ihre Meinung sagt. Und da gibt es viele Hände hoch. Bis nach draußen. Und D. Die Teamleiterin gibt die Meilensteine für das nächste Halbjahr durch. Auch ein paar dabei. Ich mache einfach mit den weiteren Fotos weiter. Da gibt es weniger Text zu sagen, es wird ein bisschen schneller gehen. Und zwar, wer hat hier welche Funktion? So, Vorsicht jetzt.
Ha, die Frau ist Bauerin. Ich sehe schon, welche Lachen habe ich gemerkt. So, wer ist für A? Eine Person, würde ich mal behaupten. B, die Frau ist Planerin. Paar mehr. C, der Mann ist Architekt, die Frau ist seine Praktikantin. Naja, wir reden über Klischee. Also. Nächstes Foto. Wie wirkt diese Situation auf Sie oder auf euch? So, die Bauleiterin gibt Anweisungen für die nächsten Arbeitsschritte. Okay. Ein paar sind dabei. B. Die Männer finden die Frau interessanter als den Plan, den sie zeigt. Ja. C. Als erfahrene Praktiker lachen die drei über den theoretischen Plan. Aber dafür weniger denken das. Okay. Letztes Foto. Wer weiß besser Bescheid? A. Der Praktikant erklärt die Sachbearbeiterin, wie der Computer funktioniert. B. Der Azubi vollzieht aufmerksam nach, was seine Chefin ihm erklärt. Und C, zwei gleichgestellte Teammitglieder besprechen ihre nächsten Arbeitsschritte. Ja, man sieht, die Arbeit mit Klischees ist nicht ganz einfach, ne? Also wir sind durch Klischees geprägt, die haben wir in unseren Köpfen und es gilt, diese Klischees aber auch ein Stück weit aufzubrechen. Gut, jetzt haben wir uns etwas, sag ich mal, in das Thema eingeführt, worum es uns geht. Ne? Mit welchen Klischees hat unser Berufsstand zu kämpfen? Mit welchen Herausforderungen haben wir zu kämpfen? Und dafür haben wir jetzt verschiedene Fragen vorbereitet, wie ich vorhin schon angekündigt habe. Und da bitten wir jetzt natürlich ganz rege um eure Teilnahme. Genau, Frage 1. Warum ist es wichtig, dass Frauen gleichberechtigt an Planungsprozessen mitwirken? Genau, Hendrike wird zu denjenigen, die zu der Frage eine Antwort haben oder vielleicht auch eine Gegenfrage, sich also an der Diskussion beteiligen wollen, mit dem Mikro gehen, sodass ihr die Frage laut stellen könnt. Und die Teilnehmer im Chat bitten wir natürlich, ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Da gibt es eine erste Wortmeldung. Ja, also ich denke, deswegen ist es wichtig, weil Frauen und Männer, auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne kategorisch festlege, Männer sind so, Frauen sind so, aber es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse und die müssen gleichberechtigt vertreten sein. Und wenn wir als Planerin arbeiten, dann können wir eben da auch mitwirken, unsere Bedürfnisse zu vertreten. Ja. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir können den öffentlichen Raum, also können wir auch gerne in die Diskussion einsteigen, das war auch vorhin Thema, natürlich nur dann gestalten, für alle befriedigende Lösungen finden, wenn sich auch alle am Planungsprozess beteiligen. Und da sind wir natürlich als Frauen ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft. Und Planungen, die alle erreichen, können natürlich nur umgesetzt werden, wenn wir an der Planung gleichberechtigt beteiligt werden. Weitere? Ich finde, weil wir ja doch auch noch sehr in den unterschiedlichen Bildern unterwegs sind, so was ist ein männliches Bild, was ist ein weibliches Bild, finde ich es gerade da spannend, da gerade zusammenzukommen, um genau diese Unterschiede, die wir jetzt noch so, ja, die noch so vorhanden sind, dass sich das ausgleicht. Also, ne, dass die weibliche Perspektive genauso im Planungsprozess mit beteiligt wird, als auch diese männliche Perspektive und dadurch eine Gleichberechtigung, eine Harmonie geschaffen wird.
beide Perspektiven zusammenzuführen und dadurch eine Harmonie zu schaffen und irgendwo dann vielleicht auch effektivere Arbeitsschritte oder doch ein durchdachteteres Konzept zu entwickeln. Genau, wichtiger Punkt. Ne? Weitere Hinweise, vielleicht auch kontroverse Antworten, die machen die Diskussion auch immer interessant. Ich glaube, jetzt müssen wir aktiv werden. Keine weiteren Wortmeldungen. Aus dem Chat? Ich wollte kurz sagen, es gibt aus dem Chat jetzt keine Beiträge zu der Frage 1. Es gibt einen Beitrag, den ich an den Punkt 6 stellen würde, der sich nochmal auf die Umfrage der Erwartungen bezieht. Mhm. Okay. Nächste Frage. Ja, dann gehen wir zur nächsten Frage über. So, zweite Frage. Warum gibt es so wenig Frauen in leitender Position in der Planung? Also was denkt ihr, warum das ist? Ist das, warum ist das im Moment so? Warum sind so wenige Frauen in den oberen Etagen der Planung tätig? Also es ist ja ein Unterschied, haben wir vorhin festgestellt, arbeitet man im Planungsbüro oder arbeitet man in der Verwaltung? Ne? Wir würden gern aus allen, also von allen Seiten Erfahrungen einsammeln. Ja? Also ich denke, es liegt häufig daran, dass bei den Frauen halt irgendwann die Familienplanung dazwischen kommt und dass halt viele oder einige Büros oder, ja, ich kann es nicht genau deuten, ich habe keine genaue Übersicht, aber dass es in vielen Büros halt noch nur so ist, dass es, sage ich mal, entweder die Vollzeit oder die Teilzeit, aber nicht so flexible Modelle dazwischen irgendwie gibt und dass dann halt die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie und auch Karriere dann halt einfach nicht so einfach ist, beziehungsweise selten gelingt irgendwo. So ist mein Eindruck. Vielleicht die nächste Person. Also ich bin auch der Meinung, also leider bedeutet oft Karriere machen, ist schon 40 auf Familie oder später Kinder kriegen oder das ist auch so ein Problem zurück von der Elternzeit. Also da das ist eher eine strukturelle auch, Problematik. Ja, wobei es ist natürlich auch ein Punkt, muss denn die Elternzeit die Frau immer aus der beruflichen Laufbahn werfen? Ne? Das ist ja durchaus ein Thema, über das man nachdenken muss, was vorher noch angesprochen wurde. Das hat ja was damit zu tun, wie Arbeit auch organisiert wird. Ne? Schafft man Teilzeitmodelle, die Möglichkeit für Homeoffice, dass man eben, wenn man zu Hause ist, vielleicht auch von zu Hause aus arbeiten kann. Es ist ja nicht zwingend so vorgeschrieben, dass sich nur die Frauen um die Kinder kümmern. Ne? Das hat ja auch immer was mit der Arbeitsteilung in der Partnerschaft zu tun. Also ich denke, dass Frauen sind am meisten auch sehr unsicher, auch von der Erziehung. Und das in leitenden Positionen muss man auch sehr sicher wirken. Und meine Frau fragen sich sehr viel nach, bevor sie etwas machen. Und dass man in leitenden Positionen manchmal so gegen sehr viel Macht oder Sexismus und dann man verliert einfach den Mut. Und das, denke ich, kann auch ein Problem sein. Also ein bisschen diese Mischung aus, man macht sich selbst Grenzen oder es gibt eine gewisse Überwindung, also um dann halt höher zu gehen und dass sich da durchsetzen, wenn es viele Männer oben, also in diesen leitenden Positionen möglicherweise gibt. Also es ist nicht überall so, glücklicherweise, aber... Ja, vielleicht spielt ja auch das Thema Vorbilder eine Rolle. Ne? Das hatten wir ja auch vorhin. Es gibt ja relativ wenig weibliche Vorbilder. Ne? Das war ja die Frage nach den weiblichen Stars zum Beispiel in der Landschaftsarchitektur, die vorhin gestellt wurde. Also ist ja mit der Frage vielleicht auch die Frage verbunden, gibt es denn weibliche Vorbilder? Also ist das vielleicht wirklich ein Thema, dass es zu wenige Frauen gibt, denen es sich lohnt nachzueifern? Es ist ja nicht immer nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern also ich bin zum Beispiel der Meinung, jetzt würde ich gerne mal die Debatte eröffnen,
dass wenn man es in dem Beruf, also wenn man für den Beruf brennt, wenn man dafür lebt, ne, wenn, und es ist ja ein interessanter Beruf, dann kriegt man das auch mit der Familie vereinbart. Also das ist ja wirklich eine Frage des partnerschaftlichen Agreements, wer kann wie viel in seinen Beruf investieren. Und da lohnt es sich ja schon darüber nachzudenken, wie schaffe ich denn für Frauen auch Anreize in unserem Beruf, dass sie es interessant finden, sich für den Beruf mehr zu engagieren. Ist das denn vielleicht auch ein Punkt? Genau, ich wollte eigentlich den gleichen Punkt auch erwähnen mit den fehlenden Vorbildern, wurde ja vorhin auch schon genannt, dass für viele Frauen das vielleicht gar nicht das Ziel, dass sie das gar nicht als Ziel für sich sehen, weil es nicht vorgelebt wird so in dem Maße. Mhm. Das war der eine Punkt und der andere Punkt war, das hattest du auch schon erwähnt, Theresa, dass sozusagen das ja eine Frage der Organisation in der Partnerschaft auch ist. Ne? Es braucht natürlich immer den Partner dazu, der das mitmacht. Das heißt, der muss auch Arbeitszeit reduzieren und dann kann man sich auch die Care-Arbeit sozusagen ja gleich aufteilen. Das funktioniert aber eben nur als Team. So. Das muss dann von beiden ausgehend funktionieren. So. Genau, aber ist es denn so, dass mitunter auch der Anreiz fehlt, sich in den Beruf stärker einzubringen? Ja. Also ich würde vielleicht auch dann sagen, von wegen, dass die Landschaftsarchitektur generell jetzt nicht so ein Massenberuf ist und viele vielleicht auch gar nicht wissen, was Landschaftsarchitektur genau bedeutet. Also wenn ich sage, ich bin Landschaftsarchitekt, dann immer so, oh toll, was macht man denn damit? Also dass viele auch gar nicht so richtig wissen, was macht man damit eigentlich, um da vielleicht wirklich einfach dieses generelle gesellschaftliche Bild mit, okay, was ist die Aufgabe in der Landschaftsarchitektur, was planen wir, was gestalten wir für Außenanlagen oder wo haben wir mit unserem Berufsbereich irgendwie Einfluss drauf, ob es jetzt im Bereich der Spielplatzplanung ist und dementsprechend da ganz viele weitere Gliederungspunkte oder Ufergestaltungen, Promenaden und da die ganzen weiteren Punkte oder jetzt gerade auch noch das neue Thema mit der ganzen Dachbegrünung, ne, also Dächer zu schaffen für Grünflächen, ob es nun Urban Gardening ist oder ob es nun wirklich einfach der Pausenaufenthaltsraum ist. Ich glaube, generell ist gar nicht, ist der Beruf gar nicht so präsent oder so bekannt, um zu wissen, so, wow, was mache ich da eigentlich Schönes? Und dann ja noch so ein bisschen dieses, wo ich auch noch mal drauf eingehen wollte, mit dem Thema Selbstwertgefühl, Standhaftigkeit der Frau. Also sobald irgendwie doch mal irgendwo ein kleiner Fehler passiert, wie dann um sich geschossen wird in dem Baugewerbe, wer ist denn jetzt dran schuld? Und dann so dieses Thema Eier zeigen. Ne? Also du musst wirklich Eier zeigen, um dagegen zu halten, wenn es dann darum geht, von wegen, ups, da ist ein Fehler, also das heißt, Fehler passiert oder es läuft nicht so flüssig wie gedacht oder so. Das dann wird dann, finde ich, immer ganz schön scharf geschossen untereinander, den Gewerken hin und her und wieder auch gerne versucht wird, sich gegenseitig auszutricksen, wer ist nun dran schuld, wer war jetzt nur dafür beauftragt, wer ist überhaupt dafür beauftragt. Und ich glaube, das sind so diese ganzen Spielereien, wo man irgendwo Eier zeigen muss. Und da würde ich uns Frauen generell so ein bisschen noch da fehlende Selbstbewusstsein irgendwo unterstellen oder Standhaftigkeit, zu sagen so, ja, okay, sag mir das, aber ich nehme es gar nicht so nah an mich heran und bin komplett fertig, sondern bin irgendwo cool und sag so, ja, du hast es mir gesagt, aber ich sehe es jetzt nicht bei mir oder ich bin mir meine Schritte bewusst und damit ist für mich das Thema abgehakt. Also irgendwo dieses Thema, naja, nicht Emotionalität, aber doch irgendwo so Standhaftigkeit, generelle Standhaftigkeit. Genau, weil ich irgendwie auch uns Frauen mehr unterstellen würde mit, wir sind schnell bei uns mit, habe ich den Fehler gemacht, bin ich jetzt wirklich dran schuld, das ist mein Ding und dann dieser Kreislauf und dementsprechend da fehlt dann in dem Moment die Standhaftigkeit zu sagen so, ja, ist ein Fakt, aber den können wir gemeinsam klären und der liegt nicht nur bei mir, auch wenn es so in die Richtung geschossen wurde. Und geht dir das generell in Planungsprozessen so, egal wie die besetzt sind, oder spielt es dann eine Rolle, mit wem du konfrontiert oder mit wem du zusammenarbeiten musst? Also es geht ja jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass man sich als Frau stärker durchsetzen muss, als ein Mann das mitunter muss, ne? Weil man ja häufiger in der Situation ist, dass man in einer Minderheitenposition sich befindet und dann stärker für seine Belange eintreten muss. Ja? Okay.
haben. Genau. Es ist gut und schön, dass ihr, sie alle genau darüber reden natürlich und auch so ehrlich sind. Ich bin ein bisschen verwundert. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in den 60er Jahren. Also wir sind doch alle gut ausgebildete Frauen, die, denen nicht vorgelebt wird, wie es vielleicht bei mir noch Ende der 70er Jahre war, als ich jung war, dass Kinderküche Kirche das Thema ist. Das irritiert mich jetzt sehr, weil wir haben in den Schulen es, glaube ich, sehr weit gebracht mit einer Geschlechtergerechtigkeit und einer Wahrnehmung. Ich sag mal, da könnte ich Geschichten erzählen aus meiner Schulzeit. Wir haben es, glaube ich, an den Universitäten immens weit gebracht, sowohl was die Qualität der Ausbildung, ich weiß jetzt nicht, wo Sie studieren oder studiert haben, die Qualität der Ausbildung, aber auch der Lehrenden mittlerweile betrifft. Da gibt es die Frauen, da gibt es die Vorbilder. Mir fällt jetzt kaum eine Universität oder eine Hochschule in Deutschland ein, wo wir nicht starke Professorinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen haben. Also vielleicht irre ich mich, aber so kommt es mir vor. Und auch das, was mir jetzt meine Studierenden spiegeln, sind durchaus selbstbewusste junge Frauen. Und das kann doch nicht plötzlich dann abbrechen, dass man jetzt, wenn man das erste Mal in den Beruf steigt, der ja bei uns auch eigentlich ganz schön ist. Ich frage mich, wir haben ja sehr kleine Strukturen, sehr vielfältige Strukturen, viele kleine Büros, wo es ein, zwei, drei Chefs, Chefinnen gibt, 10 Mitarbeiterinnen, 20 Mitarbeiterinnen, fast schon maximal. Es sind ja eigentlich immer sehr kleine Strukturen. Und ihr habt das doch gelernt, euch in der Schule und an der Universität zu behaupten. Wieso, um Gottes Willen, sollt ihr das jetzt plötzlich im Büroberuf nicht mehr so gut können? Das irritiert mich sehr, die Vereinbarkeit von Partnerschaft und Familie ist eine riesige Baustelle, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum es sie noch gibt, um ehrlich zu sein. Da sage ich mal, packt die Jungs an den Eiern und sagt ihnen, wenn du mich willst, wenn du Familie willst, dann tu was dafür. Das ist mir ein Rätsel. Also das muss ich natürlich durchsetzen. Das kann ich mir gar nicht anhören. Ich muss das wirklich so sagen. Das sind natürlich auch mal Diskussionen, aber so, nur so kann es gehen. Wo ich zustimme, ist draußen auf der Baustelle oder gar nicht auf der Baustelle, sondern in diesen großen Planungsprozessen. Das ist ohne Zweifel manchmal, ich glaube, es hat sich gebessert, aber manchmal durchaus noch eine harte Nummer. Und was, glaube ich, hilft, was Sie auch sagten, ist, es nicht zu persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen, ich mache Fehler, du machst Fehler, alles gut, nächstes Mal besser, also das nicht zu sagen, aber es so für sich zu reflektieren, ein bisschen Teflonhaut sich anzuzüchten, das geht, das macht nicht hässlicher. Und dann ist es wieder gut, dann geht man raus, macht seine Arbeit und in der nächsten Runde ist es besser. Also, aber das ist sicherlich eine andere Herausforderung, wie ich glaube, in jedem Beruf. Also jeder Beruf hat natürlich diese Qualität, dass man seine Frau stehen muss. Das ist jetzt nicht nur Planung. Aber bei uns ist es, glaube ich, vergleichsweise noch nett. So, jetzt habe ich genug geredet, aber jetzt musste ich doch noch mal sagen, weil ich mich schon ein bisschen aufgeregt habe und schon so da saß und mir dachte, was ist hier los? Ja, vielen Dank. Das ist wirklich ein wichtiges Statement. Es geht ja hier wirklich auch in der Runde darum, die Frauen dazu zu ermutigen, ne? Also für ihren Beruf auch einzutreten und auch Wege zu suchen, wie man das mit der Familie
vereinbart bekommt. Also da kann ich das nur bestätigen. Ich will vielleicht ganz kurz einen Exkurs geben. Ich hatte vorhin gesagt, ich bin seit 2002 als Landschaftsarchitektin tätig. Ich habe das immer auch mit Kindern gemacht und die haben mich nie daran gehindert, meinen Beruf auszuüben. Also es gibt die Möglichkeit, ne? Ja, nur so als kleines Statement von meiner Seite. Ja, ich wollte noch mal mich auch dazu melden. Ich habe selber zwei Kinder, bin auch selbstständig und was Barbara gesagt hat, wäre schön, wenn wir an der Stelle wären, dass es eben so wäre, dass die Frauen jetzt einfach in diesem Zeitraum, sage ich mal, 60er, 70er, 80er, 90er, ja, dass sich da was getan hat. Hat sich sicherlich was getan, aber wir sind trotzdem immer noch an einer Stelle, wo wir doch alle unzufrieden sind. Das liegt ja auch nicht nur an uns, es liegt aber vielleicht zum Teil an uns. Die Frage ist immer, wie viel trauen wir uns auch dann, sage ich mal, von dieser Sorgearbeit abzugeben an unsere Partner, ja? Das ist das eine, das wollen ja dann manche auch nicht. Ja? Die sagen dann, Mensch, jetzt habe ich das Kind, jetzt will ich erst mal 3 Jahre zu Hause bleiben und schwuppdiwupp, dann sind es 5 Jahre, dann kommt dann vielleicht auch in den 3 Jahren schon das zweite und so. Und dann ist es eben, manche machen es trotzdem und haben dann so, sind dann vielleicht irgendwie, sage ich jetzt mal, tough und kriegen das auch mit dem Partner hin. Und dann gibt es natürlich auch andere Lebensläufe, wo es dann eben nicht mehr mit dem Partner klappt und der Partner hat man dann doch nicht so an den Eiern kriegen können, jetzt nutze ich mal dieses Wort, sondern der ist dann irgendwie gar nicht mehr so richtig da. Ich hoffe ja, dass sich da wirklich was ändert und dass die Jungs da irgendwie auch das auch als stolz empfinden, Kinder zu haben und sich beteiligen, egal ob man dann noch als Partner, Partnerin fungiert oder ob man dann eben getrennter Wege geht, aber trotzdem noch als Eltern funktioniert. Aber wir sind ja eigentlich immer noch unzufrieden. Das ist meine Frage auch an die Frauen. Können wir uns da was von den Männern abgucken? Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir mehr Selbstbewusstsein bekommen, weil es sind nicht alle sozusagen Powerfrauen, sondern wir müssen vielleicht uns aber auch ein bisschen dazu bringen, dass Frau Lüscher hatte das gut gesagt, Barbara hat es gesagt, wir müssen irgendwie diese Strukturen natürlich sprengen und das ist auch ein Stück weit unsere Arbeit, die wir da machen müssen, ne? Dass wir uns stark machen. Ganz kurz mal sagen, dass nicht alle immer einen Partner haben. Also, und auch das muss funktionieren, finde ich. Ja, das ist dann natürlich eine besondere Herausforderung, ne? Auch ein wichtiger Punkt. Ja, ich wollte vielleicht noch einen Gedanken beifügen. Ich bin ja auch jetzt nicht mehr so ganz jung und mache den Job auch schon seit einigen Jahren. Habe früher als Landschaftsgärtnerin gearbeitet, lange Zeit, auch mit einem eigenen Firma. Und habe langjährige Baustellenerfahrung, also diese Nummer mit den Pin-Up-Girls im Bauwagen und das Mädel schippt jetzt erstmal XXL-Schotter in der Leere. Also das sind natürlich Erlebnisse, die auch heute noch stattfinden können. Wir sind an so einem Punkt, wo Frauen zurückgucken, was ist eigentlich seit den 60ern passiert und es ist ja viel passiert und auf der anderen Seite gibt es Frauen, die sagen, ja, wir stehen eigentlich an einem Punkt, wo wir unsicher, es gibt also diese Unsicherheit oder dass wir auch gerne schwach im Sinne von so sein können wollen, wie wir sind, was von anderen als schwach unter Umständen wahrgenommen wird. Ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt. Und ich glaube, dass es vielleicht auch wichtig ist, das ernst zu nehmen und zu gucken, wie gehen wir da einen Schritt voran, wie kann man Frauen unterstützen, die vielleicht nicht in diesen Machtstrukturen sich durchsetzen wollen, also die nicht so in den Verhaltensmustern sich wiederfinden wollen, von denen sie angegriffen, irritiert, manipuliert werden und wie können wir das weitergeben, was die Älteren vielleicht erlebt haben und die sich durchgesetzt haben, also dieses Netzwerken, Mut machen und das ist ja in den Hochschulen schwer, aber wie können wir sowas machen? Also die Frage stellt sich, glaube ich, also das einerseits zu sagen, was haben wir erreicht, was gibt es und wo sind die Probleme, die eben heute vielleicht auch von ganz jungen Frauen wahrgenommen werden, die sich vielleicht ja anders gestrickt sind und das ist, glaube ich, da ist tatsächlich unter Umständen so eine Art Generationendialog vielleicht hilfreich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Dazu passt jetzt ein Beitrag aus dem
Chat, wenn ich den kurz einbringen darf, der aber auch sagt, dass man als junge Frau eben mit fehlender Erfahrung vielleicht eher ja, selber Angst hat, was falsch zu machen. Oder dass man abgewertet wird, vielleicht in anderer Weise als ein Mann. Zitat, ach, die junge Frau, die hat keine Ahnung. Und dass man dagegen eben wirklich versuchen muss, seine fachliche Kompetenz zu stellen. Und ja, genau. Ja. Und sich damit Respekt auf der Baustelle zu verdienen. Mhm. So steht es hier. Nicht nur auf Baustelle, ja. Klar, es ging ja jetzt hier ja konkret ums Thema ja Bauleitung. Aber, aber wirklich dieses Gefühl, man muss sich, also je nach Ansprechpartner natürlich, aber auch, dass man sich deutlich mehr beweisen muss als die Männer. Also das ist, manchmal haben sie das einfach, warum sollten wir uns mehr beweisen? Also ich meine, das ist einfach nicht also gerechtfertigt eigentlich. Und jeder darf und ist ein zuverlässiger Projektpartner. Also Hauptsache, man kümmert sich um die Sachen. Also auf Baustelle ist es auch ganz wichtig, dass man sich schnell um die Sachen kümmert. Also und jawohl, dazu möchte ich kurz Bezug nehmen und ich meine, wir sind in einer Branche, ihr sagt es schon selbst, die ist bisher nach wie vor auch männerdominiert. Die Planung selbst war jahrzehntelang auch männerdominiert und ich möchte gerne einfach an uns Frauen auch appellieren, dass wir uns den Raum nehmen, dass wir es einfordern. Natürlich kommen wir in ein Feld, wo erstmal die Ellenbogen ausgefahren werden und natürlich kommen wir in ein Feld, wo wir auch selbst die Ellenbogen ausfahren müssen zum Teil. Da gibt es Handwerkzeug, was wir uns anlegen können. Es ist nicht schlimm, wenn wir damit nicht mit einem Selbstbewusstsein mit 120% auf die Welt gekommen sind. Aber auch wir kriegen Handwerkzeug an die Hand. Wir können Seminare belegen und so weiter. Umgang mit schwierigen Situationen, Umgang mit Konflikten, um uns da auch selbst zu wappnen und tatsächlich auch gegenseitig zu stärken, auch mal über den Tellerrand zu schauen, Vorbilder sich zu nehmen, Mentorinnen sich zu nehmen und einfach zwischendurch auch mal zu fragen, hey, wie würdest du in dieser Situation umgehen? Und ich glaube, also aus meiner Sicht geht es zumindest darum, es gibt einen Status quo, dieser Status quo verändert sich langsam. Wir haben aber die Chance, diesen Status quo langfristig zu verändern und eben uns den Raum zu nehmen und zu sagen, es ist schön und gut, dass du die letzten 10 Jahre nur mit männlichen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet hast, aber jetzt bin ich hier und du hast nicht weiter das Recht, mich in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, sondern ich bin hier, nehme ich ernst, ansonsten kriegst du Stress. Also ich gebe dir zu, Anna, allerdings, was mich auch stört zum Thema Seminare, man, also um das nicht zu zitieren, also es gibt zum Beispiel bei der Kammer so Kommunikationsseminar gezielt für Frauen gerichtet. Warum? Also soll es sein? Nein. Nur mal als ja, es ist aber natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Man muss sich als Frau anders durchsetzen in unserer Branche, die nun mal durch Männer dominiert ist. Aber man kann natürlich die Frage stellen, warum müssen wir uns der männlichen Kommunikation anpassen? Und damit bin ich bei Frage 3. Ich würde gerne, auch wenn hier noch Hände oben sind, zur nächsten Frage übergehen. Okay, dann ja. Die letzte. Auch aus der letzte aus der Runde, sonst sprengen wir unser Zeitbudget. Ja. Also ich würde ganz gerne was zu dem Punkt sagen oder auch was Sie gerade gesagt haben, dass wir was uns von den Männern abschauen sollen oder können. Ja. Und ich finde gerade, das ist eigentlich nicht der Weg, weil wir haben vielleicht andere Methoden, sage ich jetzt mal, oder Wege. Und da können sich zum Beispiel die Männer auch mal dran gewöhnen, dass wir eben eine Baustelle anders führen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich wende das sozusagen immer mehr an und eigentlich bekomme ich da auch von den Männern positive Rückmeldungen. Also da tut sich auch was, sage ich mal, auf der Männerseite, egal auch, ob jetzt Ältere oder Jüngere. Manche finden es sogar auch angenehm, weil sie vielleicht gar nicht mehr so einen Druck stehen müssen. Und genau, ich finde, da können wir mutiger oder auch uns halt einfach mehr trauen, so einfach mal andere Wege einzuschlagen und eben nicht in dieser Struktur, die seit Jahrtausenden besteht, mitzumachen, sondern ja, anders anzuwenden. Also es muss kein Machtkampf sein, aber auch kollegiale Zusammenarbeit. So, jetzt aber nächste wirklich zur nächsten Frage. So. Genau, die nächste Frage geht auch genau in die Richtung, ne, weil
ja, die Diskussion sich natürlich auch in die Richtung entwickelt. Kann man Unterschiede in der Arbeitsweise oder in der Kommunikation feststellen in männlich oder weiblich dominierten Planungsprozessen? Na, das haben wir jetzt quasi schon angesprochen, es ist offensichtlich so. Aber welche Unterschiede sind denn das? Was unterscheidet denn die Planungsprozesse, wenn sie, wie sehen die aus, wenn sie von Männern dominiert sind? Wie sehen sie aus, wenn sie von Frauen dominiert sind? Und wie ist es denn eigentlich, wenn beide gleich in gleicher Weise an den Prozessen beteiligt sind? Ist das denn nicht vielleicht die beste Lösung? Also was habt ihr denn feststellen können in unterschiedlichen Konstellationen? Wie wird denn da gearbeitet und miteinander kommuniziert? Was sind denn weibliche Stärken zum Beispiel? Schweigen im Raum. Katrin, du wolltest? Ja. Ja, ich wollte es vielleicht nochmal anschieben, aber ich weiß auch gar nicht, ob man das so auf dieses weiblich-männliche so schieben kann. Es gibt natürlich auch Frauen, wo manche sagen, naja, das ist dann irgendwie, die hat dann vielleicht auch, was wir dann als männlich empfinden, also Eigenschaften, die wir vielleicht als männlich empfinden. Also idealerweise ist es so, weil auf diese Frage antworten, das Ideal ist eigentlich für mich, dass ich auf Augenhöhe mit wem auch immer, ne, das unterstützt ja das, was du sagst eigentlich, ne? Also ich möchte eigentlich genauso in der Partnerschaft wie auch jetzt im Berufsleben das Gefühl haben, dass ich auf Augenhöhe mit dem anderen gegenüber sozusagen, ob es jetzt der Bauherr ist oder die Galabaufirma, mit der ich jetzt zu tun habe, dass wir auf Augenhöhe sprechen und dass wir uns gegenseitig respektieren. Ich glaube, dieses, was dann auseinanderbricht, ist immer dann, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht ernst genommen, dann fängt man an, hechel, hechel, irgendwie vielleicht, ne, dann kommen vielleicht die Unsicherheiten und dann entsteht ja eher dann, dass die Waage nicht mehr Waage ist. Also das ist immer diese, dass man sagt, man muss den anderen irgendwie wertschätzen, man muss gucken, dass man in einer Situation auch, wenn man mit den Leuten spricht, das entsprechend so macht, dass der andere sich dann auch gewertschätzt fühlt. Und wenn es dann eben um so technische Themen geht, dass man das eben auch so vorbringt, dass der andere dann auch entsprechend reagieren kann. Und vom Gegenüber erwarte ich natürlich dasselbe. Und letztendlich wäre es schön, wenn man das gar nicht auf männlich und weiblich beziehen müsste. Ne? Das wäre ja, also mein Ideal wäre, mein Fazit wäre eigentlich, dass wir das nicht mehr hätten. Oder das, ne, das wäre das Ideal. Und da spielen natürlich aber viele Faktoren immer mit rein. Ne? Die Frau, die auf die Baustelle kommt, hat ihre Eigenart. Der Mann, der kommt, bringt da sein Päckchen mit. Und das ist ein Stück weit natürlich auch immer unsere, wie wir sozialisiert wurden. Das spielt immer mit rein. Ne? Man kann immer nur wieder versuchen, das voranzubringen und an die Jüngeren weiterzugeben, dass sie mutiger werden, auch als Frau, und dann, dass es eben doch mal zu einer Änderung kommt. Nein? Also ich würde dem auch zustimmen, dass es eigentlich um die Art der Kommunikation, also überhaupt so grundsätzlich zu lernen, wertschätzen, zu kommunizieren. Wo ich aber auch denke, auf der Baustelle ist es vielleicht wirklich, ist vielleicht ein anderes Feld, wo wir auch nicht so, wie jetzt die meisten von uns wahrscheinlich hier Akademikerinnen sind, innen, das vielleicht so anwenden kann. Also das fände ich noch interessant, ne? Wo sind eigentlich die Räume und Prozesse sozusagen, wo man auch zwischen Männern und Frauen das beginnen kann? Ich habe manchmal das Gefühl, dass, ich möchte eigentlich auch ungern, dass es dann so männlich pauschalisieren, aber irgendwo so dann dieses Thema, dass dann irgendwo manchmal so diese Schuldzuweisung ist, okay, wer war jetzt dran schuld und wer muss das jetzt lösen und wer ist dafür verantwortlich, anstatt im Team zu agieren und zu sagen, so okay, wir haben den Standpunkt und wie können wir eine Lösung finden, um diesen Standpunkt zu verändern, so, oder das Problem oder das Unerwartete, was ja auch immer gerne auftritt dann in Planungsprozessen oder im Bau. Abläufen und dass man halt lösungsorientiert ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, weil es noch so männlich dominiert ist und wenn dann das so zu Punkten kommt, dass es dann irgendwie immer so hin und her geschossen wird mit, wer ist dran schuld? War das jetzt der Landschaftsarchitekt? War das jetzt der Statiker? War das jetzt der, weiß ich nicht, also ne, war das so bei irgendeinem Planer ist da irgendwo der Fehler und der muss das jetzt alleine und alles klären. So, und das muss ich sagen, das würde ich noch bisher so ein bisschen in dieser männlichen Kommunikation feststellen und habe eigentlich die Hoffnung, dass die weiblichen Abläufe da ein bisschen weicher wären und mehr so lösungsorientierter wären. Aber an sich habe ich noch nicht die Erfahrung gesammelt, da wirklich jetzt Unterschiede feststellen zu können. Von wegen, ich habe meine weibliche
weiblichen Planungsprozess irgendwo erlebt und männlichen Planungsprozess, weil bisher ist es doch mehr männlich gewesen, aber das liegt einfach an dem, weil es einfach noch sehr viele gibt. So, und, oder es ist noch sehr dominiert wird und von daher, aber dieses, ich fand dieses immer, was ich einfach beobachtet, ist viel dieses Schuld hin und her zu schieben und wer ist dran schuld und wer muss das jetzt alleine klären, anstatt zu sagen, okay, wir haben den Punkt, wie können wir es lösen? Und manchmal kann ja auch einer vom Staat, also kann ja auch ein Statiker eine coole Idee eigentlich im Bereich der Landschaftsarchitektur haben, wo ich vielleicht als Fachausgebildete da sitze und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, weil ich vielleicht einfach zu tief in der Materie drin stecke und da, wie gesagt, so ein Außenstehender ganz gut tun würde. Und das würde ich zum Beispiel mehr wünschen, dass man sagt, so eine Planungsprozesse laufen lösungsorientiert ab und irgendwo auch in der Kommunikation, in einer achtsamen Kommunikation. Nicht immer dieses so, du musst das und du musst das und du musst das, sondern eher so ein, okay, wir, wo wollen wir hin und wie können wir es erreichen? Jeder mit seinem, mit seiner Beauftragung, mit seinem Budget, mit seiner fachlichen Eignung. Die letzte Frage, also Vera? Ganz kurz nur, dass ein Chat-Beitrag auch tatsächlich ist, dass das als weibliche Stärke gesehen wird. Zielgerichtete und lösungsorientierte Argumentation. Ja. So, die Zeit läuft ein bisschen, das heißt, wir gehen direkt zu der nächsten Frage. Und zwar, mit welchen Hindernissen werden insbesondere Frauen im Planungsalltag konfrontiert? Wir raten, also ich weiß nicht, ob es dazu passt, wir raten vorhin ein paar wenige Hände, was negative Erfahrungen anging. Also ich weiß nicht, ob ihr darüber reden wollt oder andere Beiträge dazu gibt. Vera? Dann bringe ich das jetzt hier ein, was ich vorhin gesagt hatte, Punkt 6. Aber dann können wir das hier sagen, dass es dafür auch geschützte Räume bräuchte, eventuell, um über negative Erfahrungen zu sprechen. Also dass die so eine Dimension haben können. Genau. Und dann bezüglich der Hindernisse ist hier im Chat auch noch tatsächlich dieses alte, wie soll ich sagen, Vorurteil, dass die Frauen dann eben ausfallen wegen der Kinder. Okay, und damit ist gemeint, dass das von vornherein schon ein Hindernis darstellt, ne? Aber das, da sind wir ja eigentlich wieder, um hier die Diskussion, ja. Ja, also Hindernisse, ich habe manchmal das Gefühl, dass man als Frau einfach, also einerseits schon überhaupt damit zu tun hat, wie sehe ich als Frau aus? Bin ich dunkelhaarig, habe ich kurze Haare, habe ich große Brüste, kleine Brüste, dicken Arsch, runden Arsch, also was habe ich generell für eine Statur? Und damit darf ich schon erstmal überhaupt anfangen. So. Und nun als vollbusige Blonde und dann jung, ja, hast du natürlich auch ein paar so blonde Dinger noch, so, wo ich mir auch denke, so, in welcher Zeit leben wir? Ich dachte eigentlich auch, ich bin sehr selbstbewusst groß geworden. Bei mir war Studium stand ganz klar da und ich habe mich auch nie irgendwie eingeschränkt gefühlt, als Frau meinen Weg zu gehen und war dann, als ich in einem Baugewerbe angekommen bin, doch auch ein bisschen überrascht und habe festgestellt, dass ich sehr glücklich darüber bin, zwischen Sportlern, Handwerkern und Alkohol groß geworden zu sein mit sehr starkem Sexismus, dass wenn jetzt auf der Baustelle mir dann so sexistische Sprüche in den Kopf geworfen werden, dass ich mir denke, so, der hat so einen Bart, das ist total ausgelutscht, oder eher zurückschieße und sehr dankbar, wie gesagt, bin, dass ich so ein bisschen so einen Baustellenjargon mitbekommen habe. Aber so dieses, manchmal das Gefühl, dass man ja einfach nur, weil man eine Frau ist, das erstmal darlegen muss, dass ich es drauf habe. Dieses, was ich vorhin meinte mit diesem Eierschaukeln und das zu der heutigen Zeit, wo ich eigentlich dachte, wir dürfen doch schon alles und wir dürfen uns doch auch schon bewegen. Und also was heißt, wir dürfen uns schon bewegen? Aber wir dürfen studieren, wir dürfen frei sein, wir dürfen, also wir sind wirklich an sich in einer sehr selbstbewussten Ausgangssituation, einer guten Ausgangssituation und dann dennoch irgendwie das Gefühl zu bekommen. Und dann habe ich aber teilweise mit Bildern zu tun von aus dem Mittelalter, wo ich mir auch denke, Jungs, also das ist jetzt, hat wirklich alles so ein Bart, kommt mal mit, entwickelt euch mal mit und macht mal mit, dass das hier, ja, dass ich einfach ankommen darf, sagen kann, hier, ich bin die Landschaftsarchitektin, das ist die Planung, das sind die Fakten, okay, ich habe auch mal keine Ahnung oder ja, jetzt bin ich auch mal überfordert oder so, aber dass du dieses Gefühl mit, ich habe es erstmal zu beweisen, dass ich es drauf habe. So, oder, wie gesagt, andere Klischees mit, wenn jetzt eine mehr burschikose aussieht, so dass die dann zum Beispiel mit so einem burschikosen Bild zum Beispiel erstmal zu tun hat oder die, die sexistisch, also oder, sag mal, erotischer aussehen oder sexy aussehen, dass die erstmal mit diesem Thema sexy zu tun haben oder so. Also so, das habe ich manchmal das Gefühl, dass da das so die Hindernisse sind, dass ich irgendwie immer erst mich beweisen muss,
dass ich eine Ingenieurin und eine Landschaftsarchitektin bin. So, das finde ich, das nervt mich, dass ich erstmal so anfangen muss. Nicht einfach sagen kann, so Projekt, Lösung, Planung, Fakten. Also da fühle ich mich auch angesprochen, also zu dem Thema, man will sich einfach also über die eigenen Kompetenzen beurteilt werden, wie man das Projekt leitet, egal ob in Planungsrunden oder da draußen. Also letztens ein paar Wochen, das ist noch relativ frisch, also meinte ein Kollege zu mir, ja, du siehst zu schick aus für eine Bauleiterin. Wie bitte? Also es muss nicht sein. Also wir sind professionell zwischen uns, also Profis zwischen uns und das zählt. Also eigentlich nichts weiteres, denn heißt es. Ja, es wäre schön, wenn wir wirklich nur an der fachlichen, an der Sache gemeinsam arbeiten könnten. Das würde ich mir auch grundsätzlich im Leben wünschen, dass es also im Grunde egal ist, wer mit wem zusammenarbeitet und es um die Sache geht, an der wir arbeiten, auch zielgerichtet, lösungsorientiert, positiv. Nun sind wir aber alle Menschen und damit auch kleine Tiere und schnüffeln uns immer an und sind natürlich auch immer damit in unserer Geschlechtlichkeit zugange in irgendeiner Weise. Ich finde aber Sie zum Beispiel... Sie machen mir jetzt den Eindruck, als hätten Sie die Sache im Griff, weil genau das ist es. Also ein dummer Spruch und dann hat man beim dritten Mal den dummen Spruch zurückgegeben, weil man es dann schon weiß. Also man muss natürlich ein bisschen üben, aber extra für Sie schön gemacht oder irgendetwas. Oder wäre doch auch mal für Sie eine Aufgabe, dass Sie sich ein sauberes Hemd anziehen. Also irgendwo so, ich glaube, Jungs messen sich auch gegenseitig aneinander, reiben sich, aber sie gehen damit sozusagen sportlicher um. Wir haben diese unsägliche Neigung, alles immer auf uns zu beziehen und viel zu, auch zu ernst zu nehmen. Die tun ein bisschen so tackeln und gucken, hält's nicht. Natürlich hält das Mädchen mir stand, wenn man jung ist, das kenne ich auch. Wobei ich sagen muss, Baustelle fand ich eigentlich immer kollegialer als so Fachplanergründen. Die sind hart. Also die akademische Ebene, die ist richtig böse unter Umständen, wenn man Pech hat. Auf der Baustelle, die Jungs, wenn die gesehen haben, ich weiß, was ich gezeichnet habe und kann ihnen das jetzt auch erklären oder kann auch sagen, bitte hier noch einmal den Zeiler raus, weil der ist schief, so geht's nicht. Dann ist das auch eine Tonlage, mit der sie umgehen können. Also auf der Baustelle finde ich, wundere ich mich. Also es war nie mein Leben, also war nie mein Problem, eher die Planerrunden. Aber nicht alles immer so auf sich beziehen, würde ich empfehlen und wirklich Paroli bieten. Dann ist es auch meistens gut, wenn man nicht schluckt, sondern wenn man noch was sagt. Das sind ja auch nur Menschen, sind halt Jungs, aber haben so ein Erziehungsproblem, aber das kriegt man, finde ich, meistens. Ja, vielen Dank. Also ich habe auch den Eindruck, das ist eigentlich ein Thema, was man vielleicht auch in der Ausbildung vielleicht schon stärker berücksichtigen sollte, ne? Dass Frauen da vielleicht auch mehr an ihrer Argumentation auch arbeiten müssten, an ihrem Auftreten, ne? Dass man mit, ich sag mal, gerade auf der Baustelle mit den Sprüchen auch anders umgehen kann, ne? Dass man da auch souveräner einfach entgegnen kann. Was man lernen muss, also was für mich auch eine Erfahrung war, ist, wirklich die Kommunikation dann in Planungsrunden, wenn man dort sowieso als Landschaftsarchitektin, sag ich mal, auch mit einem Thema oftmals vertreten ist, was für Ingenieure oft nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ne? Man ist ja so ein bisschen der Blümchenplaner und dann noch eine Frau. Da hat man schon ein bisschen mehr, sag ich mal, auch an seiner, ich sag mal, für seine Profession zu kämpfen und für die Sache zu kämpfen. Und dazu bedarf es einer gewissen Erfahrung. Also das muss man einfach im Austausch dann auch mit älteren Kolleginnen, aber auch mit Kollegen lernen. Also ich muss sagen, da waren für mich auch
Männer mitunter hilfreich, ne? Weil nur durch die Unterhaltung mit männlichen Kollegen lernt man ja dann auch die Auffassung der anderen Seite kennen. Und da muss man vielleicht auch in den Büros schauen, wie schafft man da einen Ausgleich? Also wie kann man dann auch miteinander reden, um jungen Kolleginnen da auch ein bisschen mehr Rückgrat zu verpassen? Weil es macht natürlich erstmal Angst, ne? Wenn ich weiß, ich muss da in so eine Runde, in so ein Haifischbecken und ich bin da die Planungsanfängerin, ne? Also vielleicht auch ein Punkt. Wir würden jetzt zwei Fragen überspringen, weil durch die rege Diskussion sind wir etwas in Verzug. No. Ja. Nächste Frage wäre dann, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, ne? Da sind wir jetzt schon beim Thema, damit Frauen in der Planung mehr Verantwortung übernehmen können. Ne, das betrifft ja einerseits die Voraussetzungen, die Planungsbüros schaffen können, aber vielleicht auch das kommunikative Umfeld, in dem wir uns bewegen. Also es betrifft ja sowohl das Miteinander in den Büros, wie kann man vielleicht auch besser zusammenarbeiten, damit es eben für Berufseinsteiger zum Beispiel auch nicht demotivierend ist, weil man von Terminen kommt und nicht ernst genommen wurde. Was kann man da für Voraussetzungen schaffen? Ist das eine Aufgabe, die über die Büros alleine zu lösen ist? Muss man da vielleicht auch zum Beispiel von Seiten BDLA, übergeordnete Stellen, Ausbildung. Also das ist so das, was uns da in den Köpfen rumschwirrte, als wir diese Frage für die heutige Debatte gesetzt haben. Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass man an vier verschiedenen Stellen sozusagen die Schrauben stellen muss. Also im Büro kann man das auf jeden Fall machen. Jetzt fällt mir ein, auch Thema Corona, wir sind da sehr auf unsere Frauen zugegangen, die auch Mütter sind, um das denen möglich zu machen. Das waren aber schon Situationen auch da, wo die einfach auch schon nicht mehr konnten und wir dann gesagt haben, bleib trotzdem da, mach dann weniger, so wie es geht. Dazu muss man aber auch sagen, oft sind es die Männer, die dann die wichtigeren Berufe haben und die Frauen eben diejenigen sind, die dann eben die Kinderarbeit übernommen haben. Das noch nur so nebenbei, sage ich mal. Und das andere ist, das hatte ich vorher auch schon draußen im Gespräch ein bisschen gehabt, ich fände das schon gut, was auch in der Diskussion vorher kam, dieses Coaching. Also das halte ich für enorm wichtig, dass man Frauen, wenn es denn jetzt diese Themen betrifft, da stärkt. Das habe ich selber auch mitgemacht, auch mal in einer anderen Situation, kann das nur empfehlen und habe auch schon mit unserem BDLA-Vorstand gesprochen und ich glaube, Anna ist da auch ein bisschen mit in dieser Thematik mit befasst, unsere vom Vorstand. Das wäre auch für uns eine Aufgabe, sage ich jetzt mal. Also unsere Aufgabe, wir vom BDLA, dass wir das vorantreiben. Das wäre der zweite Punkt, der mir jetzt einfiele, was man machen kann, damit Frauen mehr Verantwortung übernehmen. Und natürlich, die Frauen müssen selber sagen, möchte ich das? Die Frauen, das bleibt ihnen unbenommen, Karriere muss man sich selber schaffen, hat auch Frau Lüscher gesagt, da hat sie nicht ganz Unrecht. Ich muss mir natürlich irgendwie den Weg machen, ob Kinder oder nicht. Und ich muss mir irgendwie das gucken, dass ich das regle. Und ich muss gucken, dass ich auch sage, ja, ich möchte diese Verantwortung übernehmen. Also ich muss so ein bisschen aus meiner defensive Ecke raus und sagen, entweder ist man schon so eine Rampensau, da gibt es ein paar bei uns. Aber wenn man das nicht ist, muss man es lernen. Das meine ich auch mit Lernen von wem auch immer, von anderen Frauen, von Männern, die positiven Seiten, die starken Seiten sich zu holen und sagen, wo finde ich mich da wieder und was kann ich davon übernehmen, für mich nehmen, das muss ja auch stimmig sein. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich auf die Baustelle gehe und dann ein Mäuschen bin, die ein Löwe sein will. Das bin ich nicht. Also muss man, wie du gesagt hast, eigentlich einen Weg finden, wo bin ich, wie kann ich das, sage ich mal auch, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dass es authentisch ist. Ja, dass ich muss auf der Baustelle oder auch bei den Fachplanern im Gespräch mit dem Bauherrn, muss ich authentisch sein und muss dann aber
und auch in der Kommunikation das entsprechend dann hinbekommen, dass man mir zuhört. Und da gibt es, das hatte Anna ganz gut gesagt, auch einen Werkzeugkasten. Und das Zweite ist die Selbstreflexion, sich zu kennen, wie kann ich da, ne? Und es ist immer ein Stück weit Erfahrung. Man muss ja nicht an dem Standpunkt bleiben und sagt, Mensch, gestern ist es blöd gelaufen, beim nächsten Mal mache ich das und das und das. Ne? Und da können wir als, wir Chefinnen natürlich auch helfen, dass wir dann Gespräche führen mit den Mitarbeitern, wenn wir sie rausschicken und sie nicht alleine lassen mit der Situation. Ne? Also ich würde kurz mal zum Thema Coaching ergänzen oder auch Mentoring. Ich kenne das aus meiner französischen EFA, dass die Studenten, also ziemlich am Anfang von dem Studium, die müssen Interview führen, also beziehungsweise die haben an dem Moment so eine gewisse Vorstellung von dem Beruf, die sie gerne ausüben würden. Und dann die suchen in dem praktisch so Katalog von den ehemaligen Studenten. Sie sprechen Leute an, auch so auf Empfehlung von Lehrer. Und dann wird man kontaktiert und kriegt man sehr neugierige Studenten. Das ist wirklich ein Modul mit Punkten, also das ist fest im Studium integriert. Und dann wird es, also diese Interview ist nur so, also ich hatte den Fall am Anfang des Jahres, das war mit zwei Mädels. Und dann, das wird dann in der ganzen Runde von den anderen Kommilitonen alles berichtet. Also ich fand, und da kriegt man auch so eine sehr große Bandbreite eigentlich an unterschiedliche Erfahrungen. Und das gab auch natürlich die Fragen wie, was hattest du denn für Hindernisse oder schwierige Situationen oder was macht dir Spaß an der Arbeit oder wohl nicht? Wie kann man das verbessern und wie stelle ich das mir auch für meine Zukunft vor? Also, ja. Wir würden jetzt zu weiterer Frage gehen. Und zwar, was würden Sie gern von erfahrenen Kolleginnen erfahren oder was würden Sie Absolventinnen raten? Sachen, die Sie gern gewusst hätten am Anfang Ihrer Karriere? Oder einfach den anderen weitergeben würden? Okay. Ja. Ich hatte das ja in dem vorgehenden Gespräch schon gesagt, was natürlich unglaublich hilft, ist, dass man ein bisschen, das passt ja zu diesem Mentoring-Thema, dass ich reingehe in Büros oder mir Leute suche oder auch suchen muss, mit denen ich reden kann über das, was ich tue. Ich glaube, in unseren Studiengängen hilft es, dass es Praktikas gibt, dass die Studierenden wirklich in die Büros rein dürfen, müssen. Das hat auch bei manchen Studierenden bei uns schon dazu geführt, dass sie was anderes machen, weil es einfach für manche nicht richtig ist, dass sie 8 Stunden vor dem Computer sitzen, weil sie gar nicht raus dürfen auf die Baustelle oder genau umgekehrt. Also so, man muss ja einfach sehen, was ist jetzt, was heißt Arbeit wirklich? Wir erleben ja, dass diese Frage, was heißt Arbeit wirklich, augenscheinlich bei vielen Menschen doch relativ weit ist, weg ist von ihrem Alltag. Also vielleicht kriegen sie es auch nicht von ihren Eltern so gespiegelt. Man weiß eigentlich nicht, was passiert so, wenn ich jetzt 8 Stunden, also ich sage jetzt mal in der Regel from 9 to 5 arbeite. Was mache ich da? Muss ich die ganze Zeit wach bleiben oder Bier trinken oder Pizza holen oder aber arbeiten? Also das hilft sehr, dass man einfach sich immer guckt, was kann ich oder schon im Studium arbeitet, was kann ich, was mache ich da eigentlich? Und was natürlich auch sehr hilft, ist, das hat mir sehr geholfen, es ist nicht gleich gegangen, weil ich komme ja aus einem naturwissenschaftlichen Studium aus Wien und bin erst in Berlin sozusagen gestaltende Planerin geworden. Aber dass man auf der Suche bleibt, was will ich eigentlich machen? Was ist es? Will ich schöne Pläne malen? Will ich mit den Jungs im Dreck stehen auf der Baustelle? Will ich vielleicht die Ausführungsplanung machen, weil ich erkenne, ich bin nicht so kreativ, aber ich bin sehr strukturiert. Ich kann einfach sozusagen eine Aufgabe gut verfolgen. Das muss man sich schon während des Studiums ausdenken. Was will ich eigentlich machen? Und das muss man dann auch formulieren.
Also es ist hilfreich. Ich freue mich, wenn meine jungen Mitarbeiterinnen mir auch sagen, was sie sich wünschen, weil ich kann sie dann ja nicht aus der, also von der Nasenspitze sehen, ob sie jetzt eher besonders kreativ oder eher besonders technisch oder was auch immer sein wollen. Und ich glaube wirklich bei unserem Beruf, da machen sie sich nicht so viele Sorgen, da findet jede ihre Nische einfach. Also ob ich jetzt sehr extrovertiert bin, wie zufällig ich, oder aber extrem introvertiert bin und einfach nur meine schönen Pläne machen will, meine tollen Entwürfe und nie mit jemandem anderen reden will, weil das ist so nicht meins. Es findet sich ein Platz. Es findet sich wirklich, das ist das Schöne an unserem Beruf. Es gibt ganz viel, was man machen kann. Mhm. Aber man sollte sich schon vorneweg und ein Leben lang überlegen, was mache ich. Also auch das lebenslange Lernen, das war ja gerade auch etwas, was mit diesen Fortbildungen und Coaches kam, ist natürlich was Wichtiges. Ne? Also dass ich gehe immer noch in Coachings. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass das irgendwann aufhört. Auch ich mache Fortbildungen, natürlich, weil sonst wäre ich dumm. Und bin ich nicht mehr auf dem technischen oder kreativen Stand. Also man muss auch in einem akademischen Beruf immer weiter lernen. Das ist auch wichtig. Genau, das ist, glaube ich, sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Das kann ich auch nur unterstreichen, dass man während dem Studium schon auch Kontakte sich aufbaut zu Büros, dass man den Blick in die Praxis in alle Richtungen, die möglich sind, wagt, um herauszufinden, wo man denn eigentlich auch am besten, ich sag mal, einfach funktioniert, ne? Welcher Bereich der ist, wo man hingehört. Den Platz muss man finden und da hilft das Studium eigentlich ungemein. Also das kann ich auch nur bestätigen. Wir haben auch bei uns im Büro natürlich immer Studenten, die in verschiedenen Bereichen arbeiten und wenn die aufgeschlossen und neugierig sind, dann ist das eigentlich der beste Weg, um in dem Beruf Fuß zu fassen. Also Neugier ist ein wichtiges Thema, Kontakte mit den Leuten reden, sich Netzwerke aufbauen. Also experimentieren, es lassen sich auch viel mehr Sachen einfach im Studium machen, wenn man nicht so richtig weiß. Also man kann einfach probieren, das ist schon durchaus schwieriger dann im Berufsleben. Wir würden jetzt bei Vera... Noch eine letzte Frage. Ich wollte auch noch was sagen zum Netzwerken. Ich glaube, es ist total wichtig, sich von Anfang an ein gutes Netzwerk aufzubauen, weil man dann einfach auch mit Berufskolleginnen sich austauschen kann und dann vielleicht auch nicht in diese Schiene rutscht, das liegt jetzt an mir, sondern man redet mit den anderen und kriegt mit, ach, es geht denen auch so auf der Baustelle oder im Planungsbüro oder im Abstimmungsprozess. Dann weiß man, nee, das liegt nicht an mir, das liegt am Prozess oder an der Gesellschaft oder was auch immer. Aber man steht nicht alleine da und fängt nicht an, in so Spiralen reinzurutschen. Und deswegen ist es schon im Studium wichtig, sein Netzwerk aufzubauen und dann immer weiter im Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen und vielleicht auch monatlich zu treffen oder was auch immer. Ja. Ich möchte eine Sache nur zum Thema Netzwerk sagen, auch als Rat an Absolventinnen. Ich glaube, es ist total wichtig, sich mit Gleichgesinnten und auch auf der gleichen Ebene auszutauschen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, den Schritt, den Blick zu öffnen und zu legen, wer sind denn die Entscheidungsträgerinnen in meinem Umfeld, wo möchte ich hin und wer nützt mir was auch tatsächlich zukünftig? Wen kann ich ansprechen? Wen kann ich bohren? Wen kann ich... einfach danach haken und Rat finden und so weiter. Und das weiß ich, jetzt sage ich was Allgemeines, aber das ist oftmals der große Unterschied zwischen Männernetzwerken und Frauennetzwerken. Männernetzwerke funktionieren meistens so, dass tatsächlich da geguckt wird, wer nützt mir was. Und Frauennetzwerke funktionieren oftmals so, wir sind alle nett miteinander, tauschen uns aus und so weiter. Aber lasst uns da eben auch gucken, wer nützt uns auch auf unserer, also in meiner Position was. Und das muss gar nicht blind sein im Sinne von, okay, danach rede ich nicht wieder mit dir und so weiter. Aber einfach, dass da auch der Blick nochmal fokussiert wird und überlegt wird, ja, wie komme ich auch weiter? Wer kann mich unterstützen in meinem Vorhaben? Genau, wichtiger Punkt. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind eigentlich jetzt mit unserer Veranstaltung am Ende. Ich würde noch mal ganz kurz die Frage Richtung Chat richten, ob da noch irgendwas gekommen ist, was
für die Diskussion interessant wäre. Also ich hoffe, ich möchte natürlich den Teilnehmerinnen im Chat auch gerecht werden. Der Chat hat sich so ein bisschen verselbstständigt, wie es schön. So ist. Das zeigt doch reges Interesse. Also ich würde darum bitten, nochmal konkrete Fragen reinzuschreiben, wenn daran Bedarf besteht. Ansonsten muss ich sagen, ich kann es nicht so ganz einordnen jetzt in die Fragen oder in den Strang der Diskussion, die wir hier vor Ort führen. Zum letzten Part, oder? So, als Fazit wäre die Frage, wie stärkt man Frauen in der Planung, in der Bauüberwachung und ob manche von euch ein paar so Schutzwörter sagen wollen, aber wirklich, weil eigentlich wir haben wirklich keine Zeit mehr. Ja. Vielleicht will jemand das zusammenfassen? Oder wir lassen. Sonst machen wir die Zusammenfassung oder so. Auf die Schnelle. Ja. Okay, also ich nehme mit, ne, man muss schon für die Berufsanfängerin Richtung Netzwerk viel tun. Ne, muss ich da, also vielleicht ist das auch ein Angebot, was man von Seiten des BDLA aufmacht. Ne, also das hatten wir auch schon besprochen, dass man vielleicht regelmäßige Treffen, wo man Fragestellungen diskutieren kann, schafft oder die Möglichkeit schafft. Und vielleicht können wir auch im Nachgang einfach mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Mhm. Und das müssen wir vielleicht auch mal besprechen, ne? Vielleicht als Leitfaden auch irgendwo veröffentlichen. Ne? Also, dass man sagt, es gibt Dinge, über die muss geredet werden. Es gibt Dinge, die können uns den Einstieg in den Beruf erleichtern. Es gibt Dinge, die man auch Planungsbüros an die Hand gibt. Ne? Also Thema Verbesserung des Arbeitsumfeldes, Teilzeitmodelle. Wie muss Arbeit strukturiert sein? Müssen die Besprechungen immer um 18 Uhr angesetzt werden? Ne? Das hatten wir in der vorherigen Debatte auch schon. Das sind alles Punkte, die es Frauen vielleicht auch einfacher machen, ihre beruflichen Verantwortung besser nachzukommen. Ne? Das wäre jetzt so. Hast du noch was zu ergänzen? Nicht unbedingt. Also, die ich mitnehmen würde. Also ich würde persönlich schön finden, und ich denke, wir hatten das auch so miteinander gesprochen, dass so eine Art vielleicht zum Thema Netzwerk Stammtisch vielleicht ins Leben rufen. Also es zeigt einfach heute, dass es großes Interesse gibt und es muss nicht einfach stehen bleiben. Also das ist einfach nur der Beginn und das sollten wir einfach so fortsetzen. Okay, dann sind wir am Ende. Wir danken noch allen Teilnehmern. Genau.